Heute ist der 3. Oktober 2016. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wieder ganz normal Videos mache, sondern das ist halt hier die Ausnahme, weil das zwecks Internet und so hat sich nichts so weiter geändert. Ich möchte das aber wieder machen, mal wieder das bekannte Thema. Ich bin hier jetzt mittlerweile seit, weiß nicht wie lange, wieder angemeldet, seit einigen Wochen. Hatte das auch mal beschrieben in meinem aktuellen Video, Asozialer Vermieter 10 von 10. Da hatte ich das mal in den längeren Text, den ich da geschrieben habe, vermerkt, dass ich jetzt hier wieder mich angemeldet habe. Ich habe ja immer gesagt, wenn die sich bessern würden, woran ich nicht mehr geglaubt hätte, nicht mal bis zu meinem Tod, diese gute Fragenetzseite hier und diese ganzen Leute, die dahinter stecken, dann melde ich mich sofort hier wieder an. Und sie sind besser geworden. Ich war jetzt in den ganzen Wochen, weiß nicht, seit 2 Monaten bin ich glaube ich wieder hier angemeldet, glaube ich, oder anderthalb, einmal gesperrt für 24 Stunden. Das war meine eigene Schuld, weil ich mich wieder ein bisschen nicht unter Kontrolle hatte, emotional. Aber ich arbeite dran. Ansonsten nicht. Das Krasse ist, erst gestern hat sich mal wieder so ein Anti-Reichsdepp, ja, oder auch SSL-Idiot, bei mir gemeldet. Auf meinem Profil hat sich dann stundenlang nicht gemeldet und erst heute wieder, dann aber wieder typisch stumm. Das war sehr verwunderlich, muss ich echt sagen. Hat sich dann wahrscheinlich wieder sämtliche meiner Antworten durchgelesen und wahrscheinlich gedacht, Mist, hat wieder so fundiert geantwortet, da kann ich nichts dagegen machen. Und jetzt hat er ja dann doch was für sich Vermeintliches gefunden, wo ich vermeintlich falsch geantwortet habe. Hab ich aber nicht. Es ist so, diese Kritiker von mir, die mich wahrscheinlich auch hier zahlreich abonniert haben, weil von meinen aktuell 141 Abonnenten mag mich nur ein Bruchteil. Also ich kenne jetzt 5 Leute, die mich ziemlich dolle mögen. Die andere, ja, gut, die melden sich halt nicht so oft. Also es müsste schon so 10, 15, 20 Leute geben, die mich ganz gut ausstehen können. Diese Leute, diese Kritiker vom SSL-Forum, also diese Anti-Reichsdeppen, die werfen mir ja nicht mehr groß vor, dass ich mal dieses reichsdeutsche Denken für circa 1,5 Jahre hatte. Jetzt seit ungefähr 3 Jahren nicht mehr. Was scheiße ist und war. Sondern die mögen mich halt vor allen Dingen deswegen nicht, weil ich so oft staatliche Einrichtungen wie Banken, Mobilfunkunternehmen und insbesondere die Justiz und die Polizei oft kritisiere. Das mögen die nicht. Für die ist der Staat halt immer alles, also alles, was der Staat macht, Polizei, Banken, ist natürlich alles toll. Klar, Abzocke, Untreue, kriminelle Polizisten, die jetzt mehr Bußgeld verlangen als nötig oder die Blitzer manipulieren, gibt es natürlich alles nicht, klar. Naja, komme ich mal zum Hauptsächlichen. Also was ist mein Sinn hier von dem Video? Der Sinn ist, also erstmal zu sagen, dass halt Gute Fragenetz sich gebessert hat. Man mag es kaum glauben, dass ich hier wieder mit Freude Leuten helfe. Was ich am meisten mag, ja, um Leuten zu helfen beim P-Konto, bei der Justiz, also bei juristischen Sachen, Strafrecht, Mobilfunk, wo ich mich halt gut auskenne. Das mache ich bei P-Konto, das mache ich bei YouTube, das mache ich hier. Und das mache ich halt sehr gerne, weil ich mache es kostenlos und kann den Leuten helfen. Was dann Schlechtes ist, wenn dieser, zum Beispiel dieser Adrian, ich nenne den mal so hier, ja, der Fragesteller, wenn der zum Beispiel von mir sehr korrekte Antworten im Sinne eines Rechtsanwaltes bekommt und dann diesen Idiot, den ich gleich vorstelle, das ist ja auch der schlimmste Idiot hier auf Gute Frage nicht, der mich ja am häufigsten kritisiert, ja, meine Antworten und Kommentare ins schlechte Licht rücken möchte und dann dieser Adrian oder sonstige Fragesteller vielleicht total irritiert werden. Die haben ja so schon wenig Ahnung, ja. Und können sich dann vielleicht auch gerade sowas auf meine Antwort zusammenreimen, weil sie nicht hinterherkommen, obwohl ich mich ja nicht so juristisch ausdrücke. Und dann, ja, kommt dieser Typ, ja, und zerstört halt meine guten Antworten. Und dann ist dann halt hier dieser Fragesteller vielleicht total verwirrt und denkt, na, wer hat denn jetzt recht? Und das ist nervig. Tja, und das will ich halt jetzt hier mal anprangern, diesen Typen. Erstmal die Frage, ja,
war halt ein Typ unterwegs, der Fragesteller, und wurden halt von Polizisten angehalten. Grundlos, wie er meint. Und die Polizisten haben halt den und seine Freunde aufgefordert, die Ausweise zu zeigen. Und er wollte wissen, ob man da nachschauen kann, ob man, also quasi, ob man irgendwo nachschauen kann, beziehungsweise ob das in Polizeicomputern vermerkt ist, dass er halt um die und die Zeit kontrolliert worden ist. Finde ich merkwürdig, ja, also vielleicht ein Datenschutzfreund. Ich bin darauf jetzt nicht so eingegangen, also ich habe schon geschrieben in meiner Antwort, die wir gleich lesen werden, dass das normalerweise nicht vermerkt wird, also wenn, es wird normalerweise nicht jede Personenkontrolle vermerkt, ja, das ist klar, also jetzt normale Personenkontrollen werden normalerweise nicht gespeichert, ja, das wäre ja auch schlimm, weil dann hätte man ja keinen Speicherplatz mehr. So, ich komme jetzt erstmal zu den Typen. Ja, das ist der Idiot. Computerexperte für Community-Experte, Entschuldigung, für Polizei. Man muss halt noch der Neutralität halber sagen, eigentlich hat der Typ ja Ahnung. Ja, der antwortet oft ordentlich, aber halt auch oft zu steif. Ja, und so wie er heute unterwegs war, fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Unter meiner Antwort hat er auch einen Kommentar heute gepostet, mit so einem typischen Schrift in Bild. Kommentar, also ihr kennt das halt, so Sprüche, wenn man die bei Google Plus und so immer sieht. Ich diskutiere nicht mit Idioten und noch ein bisschen weiter. Habe das dann beanstandet und das wurde sehr schnell gelöscht. Ist natürlich ein super Argument. Ne? Ja, gut, was er hier geschrieben hat, ist jetzt nicht unbedingt falsch, aber es ging ja nicht nur darum. Also ich habe dann hier korrekt geschrieben, die braucht keinen Grund, die Polizei, um Personenangaben zu kontrollieren. Und er meint dann hier irgendwie im Polizeigesetz würde stehen, dass es sehr wohl dafür Gründe bedarf. Das stimmt aber nicht, das steht da auch nicht drin. Und ich habe hier völlig zurecht geschrieben, dass wenn die Polizei lediglich die Person bzw. Ausweisdaten verlangt, dass es dazu keinerlei Begründung bedarf. Wenn die Polizei einen jetzt körperlich durchsuchen möchte bzw. Gegenstände haben möchte, zum Beispiel, die Polizei hat eine Graffiti-Dose gesehen, eine Spraydose halt, und vor kurzem waren da irgendwie frische Graffitis dran. Das wäre halt schon in der Hinsicht Gefahrenverzug, beziehungsweise, wie begründet man das? Also da hätte die Polizei halt einen Anfangsverdacht und auch eine Berechtigung, den körperlich zu durchsuchen. Oder wenn zum Beispiel aus der Brusttasche eines Hemdes oder einer Jacke offensichtlich rechtswidriges, illegales Messer rausragt, dann dürfen die Polizisten das auch sofort beschlagnahmen. Ja, und auch Gewalt anwenden, wenn der sich dagegen wehrt, weil Messer sind im seltensten Fall legal, also zumindest diese Butterfly-Messer, Springmesser und so. Auch ganz schlimm. Ja, es gibt ja sogar so Feuerzeuge, die wirklich aussehen wie Feuer, sogar Feuer machen, spucken. Ja, also, und mit eigenem Knopfdruck kommt dann auf einmal ein Messer raus. Ja, das ist auch heftig. Na gut, ich will nicht, dass das Video so lange geht. Wird mal wieder Zeit, manche freuen sich darüber sehr. Ich habe sicherlich immer noch die 15-Minuten-Beschränkung, aber die sollte dann, wann eigentlich? Ich glaube Ende November, muss ich mal nachprüfen. Kann ich jederzeit gucken, Ende November, glaube ich, auslaufen. Wird mal wieder Zeit. Okay, ja gut, ich brauche mich ja jetzt nicht weiter zu erklären wegen Polizei und so. Da gibt es ein eigenes Video, was die dürfen, was sie nicht dürfen. Ich sage es vielleicht noch ganz schnell nochmal. Euch darf die Polizei jederzeit kontrollieren, wenn sie die Ausweisdaten haben möchte. Personenangaben, das heißt, in der Regel wollen die nicht alles, was im Paragraph 111 Ordnungswidrigkeitengesetz steht, wissen, also Beruf und so, müsstet ihr auch angeben. Die wollen in der Regel eigentlich nur euren kompletten Namen, Geburtsdatum, Anschrift wissen. Das reicht, dann gucken die nach, ob ihr Haftbefehle habt, ja, 10 Stück, nee, oder sonst was vorliegt, was Schlimmes, ja, zum Beispiel seid nicht gemeldet oder so, auf die Anschrift oder was weiß ich. Ja, und dann tun sie entsprechend handeln oder euch wieder in Ruhe lassen. Ihr müsst auf keinen Fall einen Ausweis zeigen. Ihr müsst ja nicht mal bei euch haben. Es reicht, wenn ihr mündliche Angaben macht. Und vor allen Dingen, der Rest, wie gesagt, ergibt sich aus meinem Polizeivideo, müsst ihr halt mal gucken.
ich habe noch 5 Minuten, antwortet niemals auf Fragen, die unzulässig sind. Also oft fragen die Polizisten, ja, was wollen Sie hier, was halten Sie sich hier auf? Es geht Ihnen Scheißdreck an. Wo wollen Sie hin? Geht Sie ebenfalls einen Scheißdreck an? Da würde ich sagen, wie groß ist denn die Oberweite Ihrer Frau? Werden Sie mal nicht unverschämt. Weil ich sage, ja, es geht Sie genauso einen Scheißdreck an. Warum fragen Sie mich Fragen in dem Wissen, ja, dass Sie das nicht dürfen? Ja, Sie wissen doch, dass Sie mich sowas nicht fragen dürfen, beziehungsweise ich darauf nicht antworten muss. Es gibt so Polizisten, ja, das ist eigentlich sogar die Mehrzahl deutschen Polizisten, die entweder total dumm sind oder wissen, dass sie sowas eigentlich nicht fragen dürfen, beziehungsweise die Auskunft darüber verweigert werden darf, es aber trotzdem tun. Also antwortet nicht auf solche Fragen, was haben Sie jetzt im Rucksack drin, wo soll es jetzt hingehen, was haben Sie jetzt noch vor, von woher kommen Sie, was haben Sie die nächsten Tage vor, wo wollen Sie jetzt hinreisen, zum Beispiel auf dem Bahnhof, geht die alles einen Scheißdreck an. Ja. Nur, ihr müsst nur Personenangaben nach 111 Ordnungswidrigkeitengesetz machen, antwortet da knapp und präzise. Ihr müsst zum Beispiel, wenn die das fragen, das kommt auch ganz selten vor, sagen, was ihr für Beruf macht. Ja, frag mich überhaupt, warum das im 111 Ordnungswidrigkeitengesetz verlangt wird. Ja, ach, was geht denn die Leute den Beruf an? Vor Gericht könnt ihr es ja noch verstehen. Ihr müsst aber nicht sagen, was ihr verdient. Das müsst ihr nicht mal vor Gericht. Da ist es auch besser, weil sonst kann der sich da zwecks einer Geldstrafe falsch schätzen, der Richter, und euch eine höhere Geldstrafe geben. Ihr müsst nur sagen, was macht ihr für einen Beruf, aber nicht wo, ja, ihr arbeitet, was ihr verdient und alles drumherum. Ja, hier habe ich das nochmal kurz und prägnant geschrieben. Polizisten brauchen für die Kontrolle von Personenangaben keinen Grund. Ihr müsst nicht euren Personalausweis vorzeigen. Es reicht, wenn man die Angaben mündlich macht. Und ihr müsst natürlich auch nicht diese Angaben nach den 111 Ordnungswidrigkeitengesetz runterleiern, sondern nur gucken, was fragen euch die Polizisten. Und wie gesagt, in der Regel fragen die vollständigen Namen, Geburtsdatum und Anschrift. Das reicht ihnen auch. Also die fragen euch in der Regel nicht, seid ihr verheiratet, habt ihr einen Beruf. Die Angaben müsstet ihr zwar auch machen, aber das machen meistens nur Richter, ja, weil das für die wichtiger ist, oder Staatsanwälte. Ja, also Polizisten tun in der Regel nicht abfragen, was macht ihr für einen Beruf. Ja, bei einer normalen Personenkontrolle, seid ihr verheiratet oder sonstiges. Also das ist in der Regel. Aber sie dürften es. So, hier ist dann so ein Typ, der ist mir unbekannt, der hat er halt auch eine Grütze geschrieben. Der suggeriert ja was. Wer ihr den Like gegeben hat, den kann ich mir vorstellen. Der suggeriert ja was, also der schreibt ja was, dass ich irgendwie falsch suggerieren würde, dass ich mich darauf berufen hätte, dass § 111 Ordnungswidrigkeitengesetz eine Ermächtigungsgrundlage wäre, so ein Quatsch. Ja, und dass Polizei generell eine Ermächtigungsgrundlage braucht, wenn sie Menschen kontrolliert wegen seinen Personalangaben, das ist totaler Quatsch. Und selbst, aber es stimmt, dass § 111 eine Ermächtigungsgrundlage ist, was hier bestritten wird. Ja, weil eben aufgrund § 111 Ordnungswidrigkeitengesetz kann die Polizei sich darauf berufen und sagen, hier, wir brauchen deine Personendaten, weil wir müssen gucken, dass du ordnungsgemäß angemeldet bist. Wenn du nicht angemeldet bist, bist zum Beispiel noch auf deine alte Anschrift gemeldet und scheiße, die Zeit läuft davon. Und oder bist noch ohne festen Wohnsitz gemeldet, obwohl du, was weiß ich, schon eine Anschrift hast und so, das wäre alles in Ordnungswidrigkeit. Und vor allen Dingen natürlich müssen die prüfen können, ob ein Haftbefehl so vorliegt. Ja. Also ich weiß nicht, was der Typ hier will. Also in dem sind sie total Müll geschrieben. Dementsprechend hier in meiner gewohnten Art Antwort. Dann kommt er halt wieder mit Grütze hier. Ich verlinke das dann auch, sonst dauert es. Ich habe nur noch 3/4 Minute, leider. Wieder ein bisschen zu viel geredet. Ich habe es mir da so vorgenommen. Die Zeit vergeht so schnell, ist eigentlich unglaublich. Ja, und hier kommt halt dieser eklige Vorbo, der total krank ist. Ich tue euch das denn hier verlinken. Ja, da kommen sicherlich auch noch ein paar Kommentare mehr dazu. Keine Angst, ich werde mich so zusammenreißen, dass ich nicht gesperrt werde. Ja, das ist natürlich hier das letzte Argument gewesen, sehr krass. Okay, die Zeit ist gleich rum, ich verlinke euch das. Ich hoffe, ich kann bald wieder mehr Videos produzieren. Schönen Gruß an alle netten Abonnenten.